Hallo, da sind Hallo, wir wieder wir sind zu wieder Runde 4 vom Grand Prix München. da. Diesmal haben wir uns zwei sehr, sehr gute Spieler ausgesucht. Und zwar einmal den Davide Pedrola. Und den Jean-Paul Clintos. Ja, die beiden Spieler haben beide schon mal einen Grand Prix gewonnen. Und zwar hat sich Jean-Paul als deutscher Spieler in den USA bedient und da schon seinen Paid-Invite bekommen für Japan. Und der David Preda hat sich halt eben schon in London bedient als italienischer Spieler. Und hat da den Grand Prix gewonnen. Genau, das heißt, jetzt ist so gesehen Clash of Titans. Genau, zwei große Spieler, die halt eben auch hier halt eben unter den meisten Spielern sehr bekannt ist, sind halt eben, spielen jetzt gegeneinander, aber die haben halt eben beide prinzipiell auch nichts wirklich zu verlieren, da sie beide schon ihre Invites haben für die Aber ich Weltmeisterschaft. glaube, bei so einem Spiel, also sie haben zwar nichts zu verlieren, aber da geht es doch Ja, also schon um sie die sind, Ehre, oder? ja klar, also für die Ehre würden die wahrscheinlich sehr viel tun So. und sie sind schon sehr darauf auszugewinnen, sonst würden sie ja wohl nicht, Sonst würden sie hier nicht stehen. genau, sonst würden sie wahrscheinlich gar nicht erst So, spielen. beim Jean-Paul sehen wir einmal die gleiche Liste, die wir eben schon beim Sascha Jedlicker hatten. Eine sehr ähnliche Liste. Und beim David sehen wir Feroa. Und Genau. Feroa sieht man eigentlich nicht mehr so häufig. Ja, Woran liegt das denn? er spielt jetzt gerade eine rote Liste, also auch eine eher aggressive Liste. Und halt eben Sherazade, also Ferro sieht man halt eben seitdem Sherazade eigentlich da ist, nicht mehr so viel. Dadurch, dass sie sehr starke Antwort hat eben auf die ganzen One-Drops, die oder die darunter halt eben die ganzen Tokens, die halt eben Ferro dann auch generiert, starke Antworten besitzt. Wie zum Beispiel halt eben jetzt Die Tränen der die Tränen der Finsternis. Finsternis. Da sie durch das Grimoire auch in der Lage ist, prinzipiell sie mit Schnellzauber zu spielen, sie hat eben eine sehr starke Antwort auch. Genau, kann man halt alles, was Kosten 1 oder weniger hat, eben entfernen. Genau. Und Sehen wir gerade schon mal Cecil und Tyr. Das ist eine Viererkarte. Die hat mehrere Effekte. 1000, Sie ist, hat halt den Wert von 1000, also schon sehr hoch. Und sie kann halt eben getappt werden, um zwei Mana, grüne Mana zu regenerieren. so, und die werden jetzt eigentlich auch Die gleich werden jetzt auch beantwortet. sofort beantwortet mit, ja. Das Schicksal der Marionette. Genau, mit dem Schicksal der Marionette, um halt eben schon diesen Power Boost zu verhindern mit der wilden Vorteil. Und halt Genau. eben auch die Power, die sie selbst auf dem Board einfach hat. Was Feroa auch halt sehr, sehr weh tut, ist der Tod des machtlosen Drachenmensch. Das ist eine Karte, die eigentlich gegen Kirik gut ist. Und zwar kriegt Feroa, wenn er ihr urteilt, 4 Marken. Und er ist quasi gezwungen, die Marken direkt einzusetzen, weil sonst einfach Scheherazade sagt, so, du musst diese 4 Marken jetzt runternehmen. Genau. Muss er schon mindestens eine Marke halt eben unternehmen, um zu verhindern, dass er halt eben diese die restlichen drei verliert, auch noch mit verliert. Aber quasi dann kann er das einfach, also der Gegner wird es ja einfach dann in Response machen darauf. Ja. Naja, auf jeden Fall sieht man jetzt eben bei Feror, der hat jetzt eine Elf, also die zwei Elfen, das heißt, er könnte theoretisch einen weiteren Stein erholen, wobei sich das jetzt nicht so direkt lohnt, weil er quasi mit der Elfenheiligen selbst einen Mana hat. Dann beeindruckend ist, dass Jean-Paul relativ aggressiv flippt, also er hat beispielsweise das Ende der fiesen Elementare direkt aufgedeckt am Anfang vom Spiel, ohne es zu aktivieren. Wird schon sehr schnell. So, oh, das ist. Also damit kann man relativ wenig treffen mit der Gedankenkontrolle. Deswegen hat er auch schon das schnelle Wachstum, was er halt eben auf der Hand hatte, sofort abgeworfen, weil David halt eben die schon wusste, dass halt eben da Ist das einzige maximal Ziel. nur das einzige Ziel ist. Genau, und das ist jetzt fürs Late Game eine relativ starke Angelegenheit. Die Mariabella holt ihm, holt David noch mehr Steine und Genau. kriegt eben auch quasi ihre Counter, womit sie andere Sachen schießen kann oder beispielsweise verhindern kann, Und da dass sie mittlerweile auch Sprüche zieht. bereits das Mana, also den Willen mit verfügt, um halt eben auch alle Karten auszuspielen, mit den Gesamtkosten von 4. Was er jetzt mit der Marie da halt auch tut, um sofort den Stein zu erhalten. Und gleichzeitig halt eben noch einen zweiten Stein mit dem Ferrer holen zu können, um halt eben hier schon mehrere Marken geben zu können. Das Gute ist halt auch wiederum, sie hat keine Schnelligkeit, kein Schnellzauber. Was heißt, dass mit den vier Pharos-Zaubern, die Jean-Paul spielt, nichts passieren kann. Jetzt wird der Laurin den Mariabella-Trigger verhindern. Das heißt, sie Stein kriegt, ja, also reinbringen würde. sie kann keinen Stein reinholen. Und das heißt, sie kriegt quasi jetzt nur den einen
Counter, über den einen Breeze Counter, über den Windzauberstein. Den er halt eben über den Tap des Ferros erhalten hat. Wichtig ist bei Maria Bella, dass sie nur ihre, also dass sie den Effekt nur auf normale Zaubersteine aktivieren kann, weswegen er eben auch, also weswegen da wieder auch die Windzaubersteine, die klassischen, spielt, anstatt irgendwelche Dual Color Stones. Was auch ein wenig besonders ist, dass er wirklich gerade 11 Steine spielt und davon auch 3 normale Zaubersteine spielt. Genau, die sind eben nur für die Maria Bella da. Selbst mit Maria Bella eher wenig gewesen, so als sie gespielt worden ist. Meistens wurden 2 gespielt. Mhm. Und halt eben, damit hätte er halt eben jetzt schon ein Out gehabt, mit jetzt, wäre halt eben jetzt nächste Maria Bella schon nicht mehr spiel, hätte der Trigger schon nicht mehr gekommen. Jetzt. Weil er halt eben nicht mehr die Steine besessen hätte. Ja. Jetzt kommt der Blazer, der hat jetzt die nächste Maria Bella einfach quasi von der Hand geschmissen. Ja. Und die Sache ist halt, es wird jetzt jeden Zug von Davide ein großer Resonator kommen und die Frage ist, ob Jean-Paul diesen beantworten kann. Genau. Da er prinzipiell auch durch die Maria Bella Trigger die Möglichkeit hat, also durch die Effekte, Maria Bella hat halt eben die Effekte den Breeze und den Blaze Counter. Mit dem Wind, also mit dem Grün Counter, also die, für jeden grünen Zauberstein, der kommt, der bekommt sie halt eben einen Grün Counter, einen Wind Counter. Und für jeden kann sie, wenn Jean-Paul halt eben einen Spell spielt. Sprüche, ja. Ja, Sprüche halt eben spielt. Kann er halt eben eine davon nehmen und runternehmen und dann muss er eins mehr zahlen, um diesen Spruch zu spielen. Mhm. Damit er halt eben resolven kann, den Spruch. Genau, und die Maria Bellas, wenn man mehrere von denen hat, dann snowballen die relativ gut. Weil genau. Der Gegner wird quasi davon abgehalten, Sprüche zu spielen und alles, was auf dem Board liegt, wird eben über die roten Marken, die Place Counter, mit 500 Schaden abgeschossen. Genau. Die Blaze Counter sind auch eine sehr, sehr gute Antwort gegen den Blazer, weil man quasi seine Marken, also er muss irgendwann seine Marke verwenden, oder auch gegen Ray, wenn sie gespielt werden würde, könnte man quasi so den Trigger auslösen. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Meta-Call. Genau, also gegen die Zero würde den Trigger auslösen. Mhm. Genau. Jetzt sehen wir die Prisha aus dem vierten Klappe-Set. Und immer wenn sie aufs Spielfeld gelegt wird, kann sie einen Resonator bestimmen. Wenn dieser weniger ATK hat als hier, wird er zerstört. Und dann kriegt sie 200-100 Marken. Und dieser Effekt wird auch immer ausgelöst, wenn sie angreift. Genau. Und diesmal wurde das halt auf dem Blazer aktiviert. Dafür hat eben John Paul seine Marke genommen. Das musste er machen. Um halt eben zu verhindern, dass er eben seinen Blazer stirbt. Und ja. Und um halt eben die Pressure damit nicht noch stärker zu machen, als sie eh schon ist. Genau. Weil mit ihren 1000 hat sie halt eben auch schon einiges auf dem Board. Jetzt wird der Zug abgegeben. Jean-Paul ist wieder dran. Ja. Und Jean-Pauls oberste Priorität wird es aktuell sein, erstmal das Board zu klären. Genau. Wenn er das schafft, über ein letztes Gefecht beispielsweise, dann wäre da wieder relativ weit hinten, dann hätte er nur noch direkt erstmal das Ferro-Urteil. Genau. Mal den wirklich mit dem Ferro-Urteil noch was zu schaffen. Genau, wenn er das Board jetzt erstmal nicht beantworten kann, dann sieht es doch ziemlich gut für Davide aus. Genau. Später. Wahrscheinlich wirklich nur. Er versucht, Jean-Paul wird wahrscheinlich jetzt, so wie es aussieht, versucht auf ein schnelles Urteil zu gehen. Ja. Da er jetzt schon seine vierte Karte im Rumorak aufgedeckt hat, aber hat eben noch nicht ausgespielt hatte. Wieder mal einer. Genau, er hätte jetzt auch er hätte auch gar nicht die Möglichkeit gehabt, sie auszuspielen, weil er quasi braucht einen One-Drop und einen Two-Drop im Friedhof und er hat aktuell nur 2 One-Drops drin. Das heißt, er hätte gar keine legalen Ziele gehabt. Ja. So. Und okay. Jetzt macht er schon das Urteil. Genau, und jetzt würde es mich nicht wundern, wenn Adam kommt. Um wahrscheinlich die Maria Bella hochzugeben. Genau, die Maria. Sogar sagen, um halt eben die Marken auch damit loszuwerden. Ja. Oder natürlich die Prisha, weil die jeden Zug eben was zerstören kann. Obwohl, ja gut, doch. Also er wird sich jetzt wahrscheinlich er muss sich quasi den letzten Zuhörer aus dem Friedhof nehmen. Die Prisha wird er wahrscheinlich machen, weil ich gerade einen Rapid Growth Zug gesehen habe. Sie wird aufs Deck gehen. Ja gut, okay. Er wird beide, ja gut. Genau, weil noch liegt der Adam nicht, das heißt, er muss den... Wenn
dritten, also den Legende 3 Effekt gewählt haben. Ja, dass er als erstes zu schauen. Aufs Deck gelegt. Das ist die Frage, was wie er das genau lösen will. Genau. Jetzt geht er an sein Deck und jetzt werden wir sehen, ob er den doch wahrscheinlich den Adam sehen. Ja, ja, das genau. Das einzig Richtige, was er in der Situation mit dem machen kann. So, er nutzt jetzt direkt natürlich erst nochmal seinen verbleibenden Blaze Counter, damit er nochmal was vom Board wegnehmen kann. Ich bin gerade nur überlegen. Der Laurin ist jetzt quasi jetzt kein direktes Prime Target dafür, aber ich meine, bevor man den Counter quasi einfach ins Leere laufen lässt, dann wäre es doch irgendwie sinnvoller, den noch zu verwenden. Ja, genau. Um halt eben, sei es auch nur 100 Schaden, aber die können auch manchmal das Spiel entscheiden. Ja. Nee. So. Jetzt greift erstmal der Tama an, genau. Um halt eben schon mal die ersten 200 Schaden zu machen. Die Tama hat da doch gerade schon so ein ganz schönes Target da für ihren Effekt liegen mit dem Elfengeisterbeschwörer, der ja nur 100-100 ist. Genau. Und das heißt, jedes Mal, wenn quasi die Elfenheilige geblockt hätte, dann hätten die sich sofort weggetrennt. Jetzt hat er halt eben den Blazer aber auf die Elfenheilige angegriffen. Genau, und der Geist sein Board komplett rauszunehmen, weil er dann jetzt noch mit der Geisterbeschwörung halt eben jetzt geblockt hatte. Die wurde dann mit Tama. Mit Tama hat ihn weggeschossen, um halt eben damit den Block zu verhindern. Genau. So. Und jetzt sehen wir, jetzt ist da wieder erstmal gefragt. Ah, er hat noch eine Pressure. Die ist jetzt auf jeden Fall. Sie wurde ja aufs Deck gelegt. Durch den Shepherdado-Effekt. Die ist jetzt natürlich auf jeden Fall sehr sinnvoll, sehr hilfreich. Ja. Was auch eine Möglichkeit wäre, wäre jetzt beispielsweise zu urteilen und sich Tia zu holen. Und mit ihr den einen Falken, den er spielt, auch aus dem Deck zu suchen. Genau, und somit könnte er quasi jetzt auch einen Resonator beantworten, beispielsweise den Blazer. Ja. Und ja, und er flippt. Genau, das ist genau auch der Punkt. Jetzt kommen die vier Marken. Und da Jean-Paul den todesmachtlosen Drachenmenschen nicht im Mainboard spielt, werden diese Marken auch erstmal nicht beantwortet. Genau. Sondern Scheherazade kann den ja in ihrer geurteilten Form auch gar nicht auf ihr Archiv zugreifen. Das heißt, das Urteil ist jetzt sehr sicher. Jetzt eine Interaktion, die man am Anfang vom Jahr sehr häufig gesehen hat. Ferro urteilt, Ferro sucht Tier, weil also Ferro kann einen Elfen mit bis zu Gesamtkosten 4 raussuchen. Tiers Effekt ist, dass sie einen Resonator wählen kann. Wenn dieser bis zum Ende des Spielzugs Schaden kriegt, dann wird er sterben. Und wenn Tier auch aufs Feld kommt, dann darf sie sich einen Vogel raussuchen, den man hier gerade schön sieht, den weißen Falken. Der Falke geht auf die Hand. Wenn aber Tier auf dem Feld liegt, wenn ausgespielt wird, erhält der Vogel sofort Schnelligkeit. Wenn der Vogel angreift, kann er auf einen Resonator oder auf einen Spieler 200 Schaden schießen. Und er wird jetzt quasi mit dem Vogel angreifen, der Schnelligkeit hat, und den Blazer, den er vorher mit der Tier gewählt hat, somit vernichten. Mit dem Effekt. Genau. Jetzt blockt er den Falken. Der Vogel wird noch weggeblockt. Mit der Scheherazade. Genau. Jetzt in dem Zug kann quasi nichts mehr wirklich sehr Aggressives von da wieder kommen, deswegen war es sehr sicher, mit der Scheherazade den einfach wegzublocken. Ja. So, jetzt bin ich sehr gespannt, wie Jean-Paul die Marken beantworten wird von Ferror. Mhm. Weil quasi, er kann ja mit den Marken einen Vollstrecker oder Resonator um 300 pushen. Ja. Oder ihm Barriere bis zum Ende des Spiels. Solange sie halt eben Elfen sind. Genau. Also es ist auch eben eine Elfe-Karte. Dementsprechend kann er das halt eben auch auf sich selbst anwenden. Genau, Ferro und Tia sind ja beides Elfen. Genau. Dann halt eben Tia auch noch eine weitere Möglichkeit, um halt eben den Gegner halt eben den Minuspunkte zu nehmen. Mhm. Du kannst halt eben 6 Mana tappen, ich glaube 3 grün, 3 neutral, um halt eben 1000 Schaden auf dem Gegner zu schießen. Sehr situativ, aber soll schon vorgekommen sein, dass das mal Games entschieden hat. Genau. So, auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Das sollte man immer überlegen.
Jetzt ist natürlich sehr interessant, der letzte Zuhörer greift an, damit später Davide in ihn reinrennen muss und quasi Jean-Paul sich ein wenig Sicherheit erkauft. Castet er das Großschwert, der... Die Zwillingsschwerter, genau, die andere Seite. Das ist die Vorderseite, um halt eben jetzt den Kleinen zu pushen und den Zuhörer damit er halt eben nicht am Ferro stirbt und halt eben auch minus 600 auf die Tias zu geben. Genau, aber die Tia hat jetzt, glaube ich, gerade Barriere erhalten. Genau, sie müsste jetzt gerade Barriere erhalten haben. Aber der Zuhörer ist jetzt aktuell immer noch zu stark zum Sterben. Genau, dadurch, dass er jetzt auch auf die 1100 Death kommt. Genau, halt eben müsste der Ferro sich selbst pushen, um halt eben den Zuhörer auch dann zu siegen. Genau, und da ist halt das Problem, ob man das wirklich will. Weil damit wären schon zwei Marken weg und die sind halt eben schon sehr wichtig, halt eben damit halt eben auch seine Tier halt eben auf dem Feld bleibt, beziehungsweise auch er selber. Aber definitiv jetzt eine starke Aktion von Jean-Paul, um quasi eine Marke loszuwerden und ihn und auch jetzt da wieder dazu zu zwingen, später in den letzten Zuhörer noch reinzurennen mit dem Board, das er hat. Jetzt wird auch noch das schnelle Wachstum aktiviert, um den letzten Zuhörer weiter zu pushen. Und das sieht man auch selten, dass der letzte Zuhörer hier zu einem 1000er Beatstick wird. Ja, das ist auch eher selten, aber dadurch wird er halt eben auch sehr gefährlich gegenüber dem Ferro, weil damit halt eben dann Möglichkeit hat, noch einen weiteren Push zu geben, dadurch, dass die schnelle Wachstum halt eben auch Überbleibsel besitzt. Ja. Muss er halt eben wirklich überlegen, ob er ihn nicht selbst jetzt pusht auch. Ja genau, weil aktuell, also jetzt ist der Ferro, der hat hinten 1200? Ja, der Defense. Hat hinten eigentlich 1200 Defense. Genau. Und jetzt hätte er auch 1100 in der Offense. So, und jetzt wird es nochmal aktiviert, dass er quasi noch eine Marke fordert. Genau. Vom Ferro. Und das wird eben darin enden, dass quasi der Ferro einfach nicht stirbt und der letzte Zuhörer auch nicht. Ja. So wie es aktuell aussieht. Jetzt nochmal mit 100 Push. Ja. Bei 1600. Aber der Push wird jetzt durch zerteilte Winde aufgehalten, weil es definitiv die zweite Karte, also mehr als die zweite Karte, die diesen Zug ausgespielt wurde. Genau. Aber daran sieht man echt schön, dass der letzte Zuhörer wirklich extrem wichtig für die Scheherazade geworden ist. Der ermöglicht halt einfach Dinge, die sonst nie zu erdenken gewesen wären. So. Jetzt greift die Scheherazade den Ferro an, damit sie sich gegenseitig traden. Genau, dass die beide sterben. Dass beide Verstrickhalten dann sterben. Genau. Der Ferro hat auch schon zu viel Schaden genommen, dass die zwei Marken quasi reichen. So wie ich das jetzt gerade sehe. Das heißt, die traden sich definitiv weg. Du musst jetzt die zwei Marken auf die Tia spielen, einfach, dass die überhaupt noch Wert haben, diese Runde. Wert haben können, ja, genau. Aber jetzt wird er natürlich jetzt nicht mehr mit dem letzten Zuhörer angreifen, weil sonst wird er einfach durch die Tia weggeblockt werden. Genau. Und damit hat er auch dann abgegeben. Genau. Und jetzt ist David wieder dran. Erfolgreich, mit relativ wenig Ressourcen quasi das komplette Urteil von Ferro. Negiert. Ja. So. Das ist auch sehr interessant. Normalerweise sieht man das eher nicht, dass die quasi Paystones gespielt werden, die herrscherspezifischen, die jetzt von der Trisha. Genau. Weil die sehr schmerzhaft sein können im Agro-Matchup gegen beispielsweise Kirik. Aber David braucht eben die Resonanz-Trigger für die Mariabella. Deswegen kann man das durchaus nachvollziehen. Ja. So. Außerdem spielt er halt eben auch noch den vorherigen Fuchs. Dadurch hat er halt eben auch noch die Möglichkeit, Card Draw zu bringen, weil der Stein, wenn er halt eben auf den Friedhof gelegt wird, ziehst du auch wieder eine Karte. Und mit dem Fuchs opferst du halt eben einen Stein von dir und erhältst einen neuen Stein aus dem Zaubersteindeck. Und dadurch wird er halt eben dann auch wieder eine Karte ziehen. Genau, oder den Stein wegopfert. Der feurige Fuchs ist so die klassische Kombination mit der Mariabella, so kann man eben als weiter an die Counter generieren.
Ja, die haben wir insbesondere letztes Jahr viel gesehen im Pusher Decks. Mhm. Ja. Ja. Und jetzt sehen wir. So genau, die Pressure, die jetzt von Davide gespielt wurde, die hat jetzt erstmal den letzten Zuhörer abgeräumt und ist jetzt bei 1200, 1200. Jetzt ist erstmal wieder Jean-Paul dran. Und da er früher so, da er so aggressiv geflippt hat, hat er jetzt erstmal keine Story mehr, die ihm da hilft. Jetzt bin ich gespannt, was er noch so auf der Hand hat. Ich glaube, er hat noch das Großschwert im Friedhof. Ja, er hat noch ein Großschwert aus der Spielentfernzone. Aus dem Spielentfernzone. Das heißt, damit könnte er theoretisch die Pressure beantworten. Ja, würde sich aber damit schon fast wieder austappen. Dadurch gibt er jetzt erstmal ab und schaut erstmal, was hat eben David dann versucht. Genau. Um zu sehen, halt eben. Dem bleibt jetzt quasi nichts anderes übrig, als einen Stein zu callen. Ja. Das Urteil ist in der jetzigen Situation erstmal nicht möglich. Genau. Jetzt, so, jetzt guckt er sich erst nochmal an, was im Friedhof so alles liegt, genau. Wie viel Konter raus sind, um einfach besser abschätzen zu können, wie sicher kann ich jetzt meine Karten, die ich habe, runterspielen, oder kann es sein, dass mein Gegner jetzt mit den 5 Mana, die er offen hat, irgendwas tut, was mir definitiv wehtut. Sieht man zwar mal die Fietzing auf der Hand, die wir auch schon bei Sascha gesehen haben, die wieder einen Resonator auf die Hand geben kann. Kommt schon die Fietzing. Genau. Um ihn halt eben jetzt auf die Hand zu geben. Auf die Hand zurückzugeben, dass er über den Pressure-Effekt nicht stirbt. Und genau, die Pressure, die wird jetzt wahrscheinlich geblockt. Genau. Von der Fietzing. Aber er pusht sie jetzt mit der zweiten Fietzing. Ja genau, aber diesmal mit der Vermächtnisfähigkeit. Genau. Um halt eben dann beide miteinander traden zu können, da sie dann beide auf die 1200 sind. Genau, die Vermächtnisfähigkeit von Fietzing ist eben die alternative Fähigkeit von ihr. Wird die Karte quasi von der Hand abgeworfen mit einer, und man zahlt die Vermächtniskosten, was ein grün und ein generisches ist. Und man gibt einem Resonator Volltrigger +6/+6. Was jetzt dafür dazu geführt hat, dass die Pressure sich mit der anderen Fietzing getradet hat. Genau. So. So, die Tier, jetzt die lebt aber immer noch. Tier an, genau. Und dann ist Jean-Paul jetzt auch nur noch auf 2000 Leben. Ja, auf die 19 Leben. Jetzt kommt nochmal eine Sissi und Tier. Genau, wieder ein starker Beatstick, der jetzt erstmal beantwortet werden muss. Ja. Und jetzt werden wir sehen. Genau, und so langsam kommen wir dann auch in die Reichweite, wo dann der Tier-Effekt mit den 1000 Schaden relevant sein kann. Das Problem ist halt natürlich, dass er in Laurin reinrennen kann. Ja, und genau. Also der Laurin würde dann quasi den Effekt, den man für 6 Mana und das Tappen von Tier aktivieren würde, einfach durch eine 1-Mana-Karte negieren. Genau. Das kann halt eben immer sehr frustrierend dann sein. Genau. Weil bisher sieht es eher halt eben da sehr gut aus, halt eben für David. Mhm. Ja. Da halt eben auch 2 Tausender Beatsticks hat, also heißt, so im Normalfall würde halt eben einer den Zuhörer überrennen können und einer wieder 1000 Schaden machen. Hm. Ja, die Sache ist, der Tier-Effekt wäre beispielsweise auch eine Möglichkeit, um einfach an dem letzten Zuhörer vorbeizukommen, wenn er beispielsweise angegriffen werden müsste, wenn er getappt wäre. Genau. Und er greift auch an und wir sehen das schnelle Wachstum. Das ist jetzt natürlich sehr unschön. Und eine Viola sehen wir auch noch. Mhm. Damit könnte er auf die 1000 Schaden, sagt halt eben sofort die Viola. Sagt, tappt auch gleich 2 Mana, um halt eben damit zu sagen, dass er halt eben sofort bei den Effekt einmal abspielt, abwickeln lässt und dann nochmal ausspielt. Mhm. Um das sofort dann klar zu machen, dass er halt eben auf die 1000 ATK kommt. Und halt eben dann sofort dieses hier und hier auszuschalten, um den ersten 1000er Drop los zu sein. Ja. Und halt eben. Hm. Jetzt ist halt eben auch der Punkt, Tier muss halt eben jetzt auf den Zuhörer angreifen. Hm. Weil er jetzt auch wieder abgegeben hat. Aber was mich sehr, sehr an Jean-Pauls Deck beeindruckt, ist, wie aggressiv er den letzten Zuhörer benutzt. Ja. Er schafft es wirklich, die großen Resonatoren damit mit Hilfe von Zaubern zu handeln. Das ist eigentlich was, was man eher selten sieht. Normalerweise wird der letzte Zuhörer total defensiv eingesetzt und war ja auch das, worüber sich die Spieler gefreut hat, dass sie eine Antwort gegen Aggro haben. So. Jetzt entscheidet sich David eben
den Stein wahrscheinlich nicht zu zahlen, weil er einfach schon genug Mana hat. Hm. Ja, er zahlt. Zahlt 300 Lebenspunkte, dass der Stein angetippt kommt. Jetzt die Frage, was... Er spielt jetzt etwas... Den Tier-Effekt. Den Tier-Effekt möchte er nutzen, um heute halt die 1000 Schaden wirklich auf John Paul zu schießen. Der funktioniert auch. Das geht auch durch. Okay, John Paul hat besitzt auch nicht besonders viele Handkarten. Mit einer Handkarte ist es auch nicht so geringe Wahrscheinlichkeit, dass er unbedingt jetzt keinen Lorien mehr hat. Ist es nur eine Handkarte oder hatte sie einfach nur komplett übereinander gestapelt? Also es sieht nach einer Handkarte aus. Ja, das ist eine Handkarte. Jetzt kommt noch der 11. Geisterbeschwörer. Und zweiter Geisterbeschwörer. Wenn er jetzt keinen Lorien hat oder es irgendwie schafft, die Tia zu handeln, dann hat er eigentlich verloren. Hm. Weil dann könnte da wieder einfach wieder den Effekt einsetzen. Ja. Und dann wäre es vorbei. Genau. Und wir haben jetzt gerade gesehen, also es sieht aus, als ob er einen zweiten Zuhörer nachgezogen hat. Ah, jetzt kommt das Großschwert, das um Großschwert. Halt eben die Tia zu handeln. Hm. Nee, holt den Adam und legt die Tia unter das Deck. Ja, aber es handelt prinzipiell von dem Prinzip her trotzdem die Tia. Ja, es ist nur der Vorteil, dass er quasi dadurch Board noch generiert. Genau, er baut damit selber auch nochmal Board auf. Das ist jetzt halt natürlich sehr ärgerlich, weil die ganzen kleinen Tokens, die jetzt alles 100-100, was er hat. Ja. Und das muss jetzt alles in den letzten Zuhörer reinrennen und das wird halt einfach von Adam weggeblockt, zumindest eins davon. Genau. Und genau. Da müssen wir jetzt schauen, ob er nochmal eine weitere Antwort hat. Ja, so eine Pressure wäre jetzt nicht schlecht. Genau. Oder eine weitere Tier. Genau. Aber spielt, glaube ich, nur eine Tier. Genau, eine Tier spielt er nur, aber er hat noch eine Pressure. Also die wäre wirklich, dass er sie gezogen hat. Seine zwei Ziesel und Tier hat er auch schon raus. Also die liegen beide auch mittlerweile auf dem Friedhof. Was er sonst noch hätte, wären noch zwei Mariabellas. Mit denen er möglicherweise machen könnte, aber er hat jetzt komplett abgegeben. Mhm. Einen hat er halt vorher noch mit dem Adam geblockt, ein Token, um halt eben schon mal das Board kleiner zu halten. Aber er halt eben damit noch etwas tun möchte. Ein wirklich spannendes Match, was wir hier gerade sehen. Mhm. Also das geht hier wirklich gerade hin und her. Mhm. Weil eigentlich am Anfang dachten, dass John Paul es quasi schon in der Hand hat, dann ist David nochmal so stark zurückgekommen. Und jetzt konnte Jean-Paul das wieder beantworten. Das ist das eben, was das Spiel aktuell so schön macht, dass man nicht direkt Turn 2 sagen kann, hey, du gewinnst, ich gebe dann mal auf. Genau, sondern also die Spiele. Es ist halt im Spiel halt eben selbst abwechslungsreicher. Da kann halt, es hat eben auch höheres Potenzial im Comeback, dadurch, dass die Spiele insgesamt länger dauern auch. Ja, und es ist natürlich auch schön, wenn man wirklich die Zeit hat, erstmal mit seinem Gegner zu spielen und nicht nach 10 Minuten erstmal fertig ist. Genau, mit einem kompletten Match 10 Minuten. Genau. So, jetzt kommt was Großes. So hat zumindest jetzt was. Kommt für zwei. Na, ich glaube, da wird noch Mana mitgetappt. Ja, ja, genau. Die 4, 3, um halt eben die zweite Fischer. Das letzte Fischer. Bereit für das letzte Gefecht halt eben zu spielen, um halt eben jetzt. Damit will er halt eben die Viola. Ah, das wird aber. Aber er spielt halt eben jetzt auf sie. Schon. Ja, die Zwillingsschwerter. Nochmal Zwillingsschwerter, Ferrospell, wird dann mit einem Ferrospell beantwortet. Jetzt und die Pressure nicht mehr groß genug, damit sie die Viola zerstören kann. Genau. Und er hat jetzt halt wieder. Beziehungsweise die Viola wird halt eben auch stärker dadurch, also. 1200. Ja, das Großschwert liegt jetzt halt wieder in der spielentfernten Zone und kann wieder die Pressure handeln. Genau. Also, David bräuchte jetzt nochmal einen Top-Deck. Genau. No. Muss er wieder mit seinen beiden kleinen Elfen halt eben dahin. Mhm. Eine Elfenbeschwörerin. In den zwei nennen. Genau. Waren das eben zu Teil der Winde, die Jean-Paul nachgezogen hat? Mhm. Habe ich jetzt gerade nicht ganz klar gesehen. Also wenn es natürlich jetzt zu Teil der Winde wären, das wäre natürlich sehr stark, weil er hat genug Mana, um das zu hardcasten und er könnte jeglichen Top-Deck von David beantworten. Genau. Er könnte jetzt halt eben das Top-Deck einfach sofort beantworten. Hat er wieder. Ja. Und langsam fängt er auch an, aggressiv jetzt weiter. Hat David halt eben zusammengeschoben, weil Jean-Paul ihm die Winde gezeigt hat. Er sieht keine Möglichkeit mehr, das Spiel zu gewinnen, das war vorbei.
Genau. So, und dann geht's in Spiel 2. Ja. Wie sieht's denn diesmal mit den Sideboards aus? Ja. Oh. Zum Beispiel John Paul hat hier jetzt gerade Melfis. Ja. Spielt er 3 Stück im Sideboard. Um halt eben teilweise Schaden zu verhindern. Schaden zu verhindern. Als Schwalleffekt. Halt eben auch teilweise noch etwas schneller ins Spiel reinzukommen. Mhm. Das, also ich würde auf jeden Fall die Laurins. Mhm. Ja, die Laurins. Die 2 Stück noch reintun. Die sind halt super stark gegen den Mariabella-Effekt. Man verhindert, dass Steine kommen. Aber halt eben selber auch noch sehr stark gegen Ferre, um halt eben zu verhindern, dass er die Marken überhaupt erst bekommt und auch die Elfen verhindert, dass die reinkommen. Ja. Was ich auch noch sehr gut fände von Davide, ist beispielsweise der Meteora. Den könnte man spielen jetzt. Er spielt 2 Stück im Sideboard, damit quasi Resonatoren, die von Sherezade auf anderem Wege als ausgespielt reingebracht werden, beispielsweise durchs Urteil, würden dann halt einfach abgeschossen werden. Genau. Laurins 7 Schüler wären nicht allzu schlecht, um einfach mehr Aggressivität zu bringen. Genau. Ja. Einfach mehr, was Jean-Paul beantworten muss. Ja. Mhm. Genau. Und Fliegende Wolke sieht auch sehr gut aus, einfach weil das Sherezade-Deck sehr wenig mit flugfähig hat. Und das war ja häufig das Problem, dass er quasi den letzten Zuhörer angreifen musste und das dann von irgendwas geblockt wurde, was unangenehm war. Oder so könnte beispielsweise, wenn er ein schnelles Urteil hat, der Feror sehr gut einfach drüber rennen, sich selbst mit den 4 Marken den Push geben oder einem anderen Elfen und dann... Ja. Ja. Genau. Genau. Mhm. Spielt halt eben auch zum Beispiel selber die Viola. Mhm. Und damit könnte er halt eben auch nochmal auf diesen Push mitgehen. Ja genau, Viola könnte dann quasi Konter pushen. Oder was bei Viola auch sehr interessant ist, gegen die Saat der Wiedergeburt. Viola kann, wenn sie verbannt wird, 2 Karten aus dem Grave entfernen. Und dann könnte man beispielsweise die Targets, die Jean-Paul dann wählen würde mit Saat der Wiedergeburt, um sie wiederzubringen, einfach schnell entfernen, bevor irgendwas gemacht wird. Oder auch gegen das Urteil. Das ist ziemlich gut. Die Viola wäre auf jeden Fall eine Option. Genau. In Davides Deck 2 Karten, die wir jetzt nicht gesehen haben, die aber trotzdem sehr interessant sind, sind Shavu Jing, den 3-mal spielt. Shavu Jing macht, dass der Gegner für Sprüche, die er spielt, immer einen mehr zahlen muss. Und dazu zählen halt die ganzen Sprüche aus dem Archiv. Das heißt, die würden nicht mehr so effizient sein. Ja. Und auch die ganzen Spells, wie beispielsweise das Zwillingsschwert oder das Großschwert, die würden alle immer 1 mehr kosten. Und ja, was halt eben auch interessant ist, dass sowas wie zerteilte Winde. Genau, zerteilte Winde könnten nicht mehr gratis gespielt werden. Und das kann halt eben schon einiges halt eben damit dann verhindert werden, was dann halt eben deinem eigenen Spiel wehtut. Genau, im Counter-Battle, das ist eine sehr gute Karte, die man hat. Ja. Genau, und dann die 2. Karte, die ich meine, das ist Atorakti, die immer grüne Stadt, die haben wir jetzt auch noch nicht gesehen. Wenn die früher gekommen wäre, hätte er viel mehr Druck machen können. Und zwar sagt Atorakti ja, also für ein grünes und ein rotes kann der Zusatz gelegt werden, der kann direkt eingesetzt werden, der kann ein grünes und ein rotes, oder ein rotes produzieren. Und wenn das eingesetzt wird, um den Resonator zu beschwören, hat der Resonator direkt Schnelligkeit. Und eigentlich ist die Karte eher in Lumia-Decks zu Hause, weil die dann quasi ihren Ende des Zuges-Effekt von Lumia, das mit dem Flickern, direkt aktivieren können. Und mit Rachel wird das sehr gerne kombiniert. Ja. Aber auch in Aggro-Decks wie Kirik oder jetzt Feror in der roten Variante bringt das echt viel, weil dann beispielsweise die Mariabella, die wir vorher gesehen haben, die einen Resonator handeln könnte, in einem Zug 2 Resonatoren handeln könnte. Und oder halt eben auch die Pressure, dadurch, dass sie durch ihren Angriff. Habe ich Mariabella gesagt? Ja, Mariabella. Ich meinte Plüscher. Ja. Genau. Mit der Mariabella wäre es natürlich gut. Einfach 1000-1000 mit Schnelligkeit. Das ist, also das, da sagt man nie nein. Besitzt von sich aus Schnelligkeit, oder nicht? Nee. Hm? Okay, das war immer mit dem Resonanzeffekt von Plüscher, dass die Schnelligkeit gekriegt hat. Gut. Ja. Ja. Der feurige Fuchs. Das sind eigentlich alles Karten, die von Schnelligkeit profitieren würden. Genau. Deswegen könnte ich gut vorstellen, dass Davide diesmal stark auf diese Karte quasi setzt. Sie dieses Mal auch am Anfang des Spiels hat eben schon. Genau. Weil Jean-Paul spielt jetzt wenig, was mit Zusätzen interagieren kann. Mhm. Also ich sehe hier keine Zerstörung des Portals oder ähnliches. Ja. Deswegen ist es schon schwierig, halt eben für ihn dann zum Beispiel jetzt Attraktor
Also Raktia zu handeln? Genau, irgendwie loszuwerden. Genau, bin ich mal gespannt, aber ich denke doch durchaus, dass da wieder jetzt anfangen wird. Ja. Ja, ich sehe, da hat Jean-Paul den Energize-Coin draufgelegt. Ja, genau. Also das wird dann damit anfangen. Und versuchen halt eben, wie letztes Spiel, halt eben sehr schnell, sehr stark Pressure aufzubauen. So. Um ihn halt eben schnell zu ziehen. Bei Jean-Paul sehen wir jetzt gerade, dass er einen Blazer, eine Fiesing, zwei Viola, ja, zwei Fiesings, eine und eine Viola und einen Ferris Spell auf der Hand hat. Hat er gerade. Ich glaube, der hat alle, fünf runtergelegt. Das sieht man auch nicht häufig. Ja. Jetzt hat er zwei Laurens, eine Tammer, habe ich da gesehen. Gut, das sieht jetzt auf jeden Fall besser fürs Early Game aus. Kann quasi jetzt mitspielen. Genau, aber muss halt eben gucken, dass er jetzt eine Late Game Karten halt eben auch kriegt, weil. Ja. So Mulligan ist wirklich, also so aggressiv zu Mulligan ist wirklich sehr schwierig. Das sieht man eigentlich nur, wenn man quasi wirklich eine Antwort unbedingt braucht oder wenn die Hand halt komplett unnütz ist. Weil indem man fünf neue Karten zieht, da kann halt alles dabei sein. Genau, da sehen wir schon mal eine Sideboard-Karte gerade vor David. Und zwar die vorhin schon genannte fliegende Wolke. Um halt eben dann Ferrer dann fliegen zu geben, wenn sie nicht ausgestattet ist. Also sie gibt halt eben einen grünen Vollstrecker. Fliegend, wenn sie nicht ausgestattet ist. Wenn sie sehr ausgestattet ist, gibt sie einen Windresonator fliegen, wenn dieser halt eben Wind ist. Normalerweise kam die Karte eigentlich mal ursprünglich aus dem Sun Wukong Deck, aber sie hat eigentlich jetzt in Ferrol ihr hauptsächlich zu Hause gefunden. Ja. So, für zwei, da sehen wir jetzt direkt das vorhin angesprochene Artoraktia. Genau. Und das deutet doch auf einen eindeutig besseren Start hin. Besonders Jean-Paul war ja gezwungen, wirklich fünf neue Karten zu ziehen. Das heißt, oh gut, er hat zwei Aufgaben der Hoffnung. Ja, zwei Aufgaben der Hoffnung, eine Gedankenkontrolle sehe ich da noch. Die Aufgaben der Hoffnung, die sieht er wirklich sehr, sehr gern gegen David einfach. Sie gibt ihm die Möglichkeit, das Board zu handeln. Jetzt hat er schon eine Mariabella im dritten Spielzug rausgespielt. Genau. Und hat er halt eben jetzt mit dem Lauren hat eben ihren Effekt gekontert. Ja genau, also sie kriegt keinen Stein rein. Und dann wurde direkt jetzt auch mit dem Lauren geblockt und der wurde durch Aufgaben der Hoffnung unbesiegbar gemacht. Und das heißt, die Schnelligkeit hat der Mariabella in dem Zug gerade nichts gebracht. Und jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, direkt die Kehrseite auszuspielen, um die Mariabella zu beantworten. Genau. Es könnte auch passieren, dass er halt eben noch einen Zug wartet, um halt eben zu sehen, was halt eben David ausspielt. Genau. Um zu gucken, dass er halt eben mehr als nur die Mariabella damit los wird. Ja. Wenn er jetzt nächsten Turn noch eine zweite rausbringen, versuchen will rauszubringen. Dass er sie halt eben dann noch mitnimmt oder so. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Da sehen wir jetzt den letzten Zuhörer. Genau. Er könnte jetzt auch ganz einfach mit dem Schicksal der Marionette auch die Mariabella abschießen. Genau. Um halt eben die auch schon mal loszuwerden. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, quasi zu verhindern, direkt die die stärkere Karte rauszunehmen. Bitte so, jetzt weitere Tama. Zweite Tama. Ja, Draw. Tama ist nicht schlecht. So. Ja. Spielt er noch für eins? Ja. Das um. Weil das ist auch gut. Ja. Er war ja ausgetappt, das heißt, er kann es nicht beantworten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er Winde auf der Hand hatte, war auch sehr gering, da sie sonst schon vorhin angewendet hätte. Weil er auf den zweiten Lauren halt, auf den Lauren halt eben mit der Aufgabe in Hoffnung war, hat eben die zweite Karte schon im Spielzug gespielt worden. Die hätte er dann wahrscheinlich schon gekontert, um halt eben die Kehrseite auch zu verhindern. Ja, und da sehen wir schon in der Hand die nächste angesprochene Karte, den Shabu Jing. Bin ich jetzt gespannt, ob der zum Einsatz kommt oder ob sich da wieder für etwas anderes entscheidet. Genau. Den Stein wird auf jeden Fall schon mal geholt. Das ist natürlich auch relativ ärgerlich, dass man die ganzen Monosteine so quasi über Ferro zieht und nicht über die Mariabella. Genau. Weil wenn er die drei Steine hat, dann hat er kein Target mehr für Mariabella.
Und aktuell hat er ein wenig, also ja gut, er kann mit den beiden Steinen kein Feuer erzeugen, aber durch die anderen drei Ressourcen, die ein Feuer erzeugen können, ist es gerade nicht so relevant. Genau. So, ist da die Tier in der Hand gewesen, das wäre natürlich höchst ärgerlich. Später für 5? Wahrscheinlich Pressure. Pressure, ja. Gut. Um weiter Pressure aufzubauen. Ist die Möglichkeit. Target. Ja. Energize hat er ja noch. Macht er was? Ja. Target ist jetzt die Tama gewesen. Die hat er eben damit geantwortet, um 2 anschließend auf den Pressure zu schießen. Um halt eben zu verhindern, dass sie halt in diesen 2 100-100 Angriffe haben. Ja. Jetzt hat er über die Schnelligkeit eine, durch die Attacke hat er die Schnelligkeit gekriegt und greift halt eben jetzt damit John Paul an, um dann den Lorraine halt eben damit auszuschalten, mit dem Effekt, der halt eben auch jedes Mal beim Angriff triggert. Genau, und das sind jetzt... Hat er was aktiviert? Ne, das sind dann also 1200 Schaden, die John Paul jetzt genommen hat. Genau. So. Jetzt wäre es auf jeden Fall hilfreich, die zu beantworten. Oh ja, okay. Oh, okay. Das ist stark. Die Tama ist jetzt 800, 800 und die Pressure wurde auf 600, 600 quasi reduziert mit den Zwillingsschwertern. Und jetzt überrennt die Tama die Pressure. Genau. Sieht man auch, Zwillingsschwerter ist eine super, super gute Karte. Hm. Die jetzt quasi auch erst später entdeckt wurde. Früher wurde die ein bisschen vernachlässigt. Ja. Da haben die ganzen... vernachlässigt, genau. Ganze Leute haben sich nur auf die aufkeimende Hoffnung gestürzt, gesagt, ach, die ist ja super stark, genauso ist. Das war wohl nichts. Und jetzt auf einmal die Zwillingsschwerter. Kommt ja noch eine Gedankenkontrolle, um halt eben jetzt zu sehen, was er damit hat. Er hat eben... Shavujing. Er hat Angst, dass er dann das eins mehr zahlen muss für die ganzen Sprüche. Genau. Weil ihm, also die braucht er halt wirklich. Was wir noch gesehen haben, jetzt bei Doris Hunt, war halt eben die Tier, die er letztes Mal beim... Ferris Urteil rausgenommen hat. Und das, er kann halt nur den Elf vom Deck holen. Das heißt, in der Hand bringt sie nicht allzu viel. Also es ist immer unschön, sie selbst auszuspielen, anstatt sie übers Urteil reinzucheaten. Genau. Besonders, er spielt ja auch nur eine Tier. Deswegen, früher in den Ferro-Decks hatte man sich dann teilweise entschieden, 2 Tiers zu spielen. Einfach, um die Möglichkeit zu haben, irgendwie, wenn man mal eine Tier unglücklicherweise nachzieht, dann eine immer noch im Deck zu, eine immer noch im Deck zu haben. Aber in diesem Fall hat er halt eben noch die Möglichkeit auf ein weiteres Target, was halt eben nicht so viel Value hat. Aber es wäre halt eben die Möglichkeit, Cecil und Tier halt eben rauszubringen. Genau. Ein Cecil und Tier war ja auf jeden Fall schon in der Hand noch, wie ich das gesehen habe. Dann also der Super-GAU wäre jetzt, glaube ich, wenn er das noch nachziehen würde, das zweite. Naja, das wäre dann sehr bitter, dann würde er wirklich nur sowas wie eine Elfengeisterbeschwörer oder Elfenheilige halt eben noch mit dem Urteil bringen können. Ja. Das kommen auch schon die angesprochenen Cecil und Tier. Die haben jetzt auch Schnelligkeit. Na und sie kriegen direkt die Wolke dran. Das heißt, die fliegen jetzt mit 1200. Ja, 1200 fliegen die jetzt wahrscheinlich vorbei. Wobei auch wiederum besteht, Jean-Paul hat noch einen Mana auf, da könnte die Gottesleiden von Scarlet kommen, aber genau, sieht nicht so aus. Das nimmt er nicht. Dementsprechend. Ist er jetzt auf 1600. 1600 eben. Ja. Aber da sieht man einfach mal, wie viel Druck dieses Atorakt hier aufbaut. Hätte er das letzte Runde gehabt, bin ich mir durchaus sicher, dass es anders hätte ausgehen können. Ja. Genau. Später hat er genau, den Drawspell. Den Drawspell, um halt eben wieder Karten zu ziehen, um zu gucken, dass er auch die Antworten halt eben immer parat hat. Genau, das. Da er auch weiß, was halt eben David auf der Hand hat. Das ist halt eben sehr merkwürdig. Es kann wirklich sein, dass Jean-Paul einfach gerade für Antworten fischt. Er muss halt eben auch teilweise gucken, wie effizient er sie halt eben da wegbekommt. Ja, genau, wenn. Weil er weiß, dass halt eben noch was nachkommen kann. Wenn Spieler solches Kalibers aufeinandertreffen, dann muss wirklich jeder Zug sitzen, jede Karte muss optimal ausgespielt werden und quasi der komplette Value aus der Karte gezogen werden. Wenn man Antworten für irgendwas verwendet, wofür sie eigentlich zu gut sind, dann hat man sie später nicht und das ist problematisch. Genau, dann kann es teilweise später extrem problematisch werden. Mhm. Genau, da kommt jetzt die nächste Tama. Einfach weiter Draw.
Jetzt wird er wieder mit seinen kleinen Resonatoren aggressiv und versucht mit Tama, Ziel und Tier zu überwinden. Er will jetzt in diesem Falle mit der Tama halt eben 1000 Schaden an das Tier machen. Und das funktioniert auch. Genau, und dann schießt er mit der zweiten Tama die 200 Schaden, die dann noch fehlten, um halt eben dann zwei Tamas für die Zissel und Tier zu traden. Und jetzt hat er auch noch den Falken nachgezogen. Oh. Also das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich. Aber jetzt kann die Tier auch keinen Falken mehr suchen, weil der quasi schon auf der Hand ist. Das. Und Jean-Paul hat immer noch zwei Mana und das Energize, also drei offen. Und wir wissen, dass er wahrscheinlich auch noch das Leiden von Scarlet im Archiv hat. Das heißt, einen Angriff kann er definitiv nochmal so quasi blocken. Ja. Also könnte man für einen Angriff eine Karte ziehen. Ich bin echt gespannt, wann das Ferro-Urteil kommt. Aber da würde ich jetzt keine direkte Einschätzung zu geben, wann dieses Urteil kommt, weil das ist gerade eine schwere Situation. Ja, es wäre wahrscheinlich jetzt sehr sinnvoll, wenn er jetzt noch ein weiteres Mana hätte, um halt eben mit seinem Motor halt eben auch noch Tias reinzubringen und halt eben damit wirklich das Board dran zu laden. Mit den Zissel und Tia, die Tia und halt eben der... Ich glaube, da kommt jetzt die Tia. Jetzt kommt wahrscheinlich die Tia. Ja. Jetzt kommt schon die Tia. Und er guckt jetzt sein Deck halt eben durch, weil er halt eben damit nicht preisgeben will, dass halt eben der Falke liegt und halt eben auch die Möglichkeit, das Deck zu mischen, besteht. Und halt eben damit auch einfach halt Möglichkeiten gibt, halt eben andere Karten zu ziehen. Jetzt kommt die Wolke. Die Wolke wieder dran. Sie hat jetzt auch wieder Schnelligkeit durch die Artefakt hier. Einfach mehr Schaden. Auf die 12 Schaden zu kommen. Da kommt jetzt für 3. Für 3 will er wahrscheinlich die Wiedergeburt spielen. Oh Gott, die liegt ja unter den ganzen. Oh, die liegt ja richtig begraben da. Die ist jetzt ein wenig begraben worden. Für was? Will er jetzt kontern mit einem Verzauber. Jetzt kommen die Winde. Und das war's mit der Tier. Das ist das, was ich meinte vorhin. Es kann dann doch durchaus mal passieren, dass man die vergisst, wenn die so weit begraben ist. Ja, halt eben von der einen wie auch von der anderen Seite gibt es diese Möglichkeiten halt eben auch immer. Okay. Da werden die Black Tears ausgespielt. Resonatoren von 1 oder weniger werden zerstört, wenn sie aktiviert werden würden, aber gut, das Board ist leer. Ja. Also sie wurde halt eben nicht aktiviert, da er auch das Mana nicht offen hatte, um das Ziel weiter auszuspielen. Aber jetzt versucht er halt wieder einfach nur das Archiv voll zu kriegen. Genau. Und dann wieder das Urteil offen zu haben. Oder die Möglichkeit, das Urteil zu besitzen. Nur eben als Antwort. Vierte Blazer. Es kommt wieder ein neuer Blazer. Der ist jetzt natürlich sehr unangenehm. Genau. Ein Autoraktier und der Falke. Weil David. Letztens. Also, jetzt wissen wir, dass HDM David nur HDM noch eine Artefakt hier auf der Hand hat und jetzt die Karte, die HDM nachgezogen hat. Ja, das ist ein durchaus solider Top-Deck, den kann man so nehmen. Genau, durch die Artefakt hier selbst hat er halt eben auch noch die Möglichkeit, hat sie halt eben wieder Schnelligkeit, dadurch nimmt er jetzt erstmal die Marke vom Blazer runter. Und jetzt greift er an. Und dann will er den Angriff. Na gut. Ja, Urteil kann er gerade nicht. Er urteilt nicht, weil er halt eben auch das Mana nicht dafür hatte. Das hat er gerade nachgezählt. Ja. Wie es aussah, hat er eigentlich wohl vor, ein normal zu urteilen. Ja, der Stein kommt jetzt getappt rein. Wollte er halt eben sie ausstatten. Der Wolke. Hat eben Jean-Paul drauf reagiert und die Lorin gespielt, um diese Ausstattung halt eben zu verhindern. Genau. Jetzt greift er auf den Busch hier an. Und will den Lorin halt eben wegnehmen. Aber dann blockt er halt eben jetzt mit dem Blazer. Jetzt kommt die Saat der Wiedergeburt. Die Saat der Wiedergeburt hat eben, legt er nur auf, um sie halt eben dem Skomate
setzen für die Legende. Genau, jetzt kommt der nächste Legende. Jetzt macht er selber nochmal mit den Drachenmenschen. Das ist jetzt aber gut, er hat ihn quasi gezwungen, den Drachenmensch aufzudecken. Hm. Und somit kann David jetzt einfach urteilen, ohne sich Gedanken machen zu müssen. Wegen den... Dass seine Marken auf einmal verschwinden. Genau. Wobei Jean-Paul hat... den Spell hat er nur einmal im Sideboard, das heißt, er hat ihn quasi ins Gemäuer gepackt. Was er halt eben sagen könnte, ist, dass er halt eben, wenn er noch Lauren auf der Hand hat und sagt halt eben, dann counter ich halt eben da prinzipiell die Angriffsfähigkeit von Pharaoh. Aber sagt Pharaoh nicht, wird mit 4 Marken aufs Feld gelegt, nicht? Wenn diese Karte aufs Feld gelegt wird, lege 4 Marken auf sie? Das weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie der exakte Kartentext aussieht. Muss man nachschauen. Naja, auf jeden Fall wird es jetzt wahrscheinlich auf den Top-Deck ankommen. Ja. Gut. Oder. Gut, das. Ist jetzt eine zweite Wolke? Ja, das war die Wolke, die Wolke wurde aufs Deck gelegt. Genau. Ja. Um zu verhindern, dass er halt eben was Top-Decken kann. Also, sie hat eben den Motor hochgelegt. Mit den Atem hat er ja den Pressure vorhin runtergelegt. Jetzt kommt der Ferro. Der Ferro fliegt. Aber der Ferro hat ganz Schnelligkeit. Komm, drauf. So, dann hast du Jean-Paul am Zug. Hm. Hat jetzt auch quasi einfach nur die Aufkam der Hoffnung gespielt, um später, falls der Gegner einen Resonator spielt, diesen hinzukommen. So, der Ferro muss das Ding jetzt blocken. Ja. Und jetzt besteht natürlich dann die Möglichkeit mit der Scheherazade und dem Adam dann auch noch reinzurennen und ihn quasi zwingen die Marken runterzunehmen, aber ob das die beste Option ist, ist jetzt auch fraglich. Genau. So, jetzt mal gucken. Die kamen glaube ich gerade direkt bei ihm vorbei. Genau, die scheinen alle auf ihn vorbeigekommen zu sein. Ja. Auch nur. So. Kann Davide jetzt den letzten Zuhörer beantworten und da einfach durchrennen? Hm. Das Problem, was halt eben noch ist, Jean-Paul hat halt eben auch noch auf die. Hat halt eben für jegliche Form von Resonatoren hat eben eine Antwort liegen. Das war jetzt das nicht der grandioseste Top-Deck. Jax. Noch einer. Ah, okay. Jetzt hat er noch eine. Damit jetzt die Antwort. Und ja, das war das Game. Und somit hat Jean-Paul die dritte Runde 2-0 gewonnen gegen Davide. Genau. Auf jeden Fall ein super spannendes Match. Es hat echt Spaß gemacht zuzugucken und auch zu kommentieren. Ja. Und ein wenig interessanter, hatten wir halt eben auch kein Mirror-Match, das war auch ganz schön. Ja. Nicht so wie letztes Mal. Und wir erwarten wirklich jetzt von den beiden Spielern, dass wir die auch nochmal irgendwann wiedersehen und wenn es in den Tops ist. Ja. Genau. Dann war es das auch erstmal wieder von uns und wir verabschieden uns und wir sehen uns dann wahrscheinlich in den nächsten Runden wieder. Genau, wieder in der nächsten Runde, Runde 4.